Ah ja, jetzt beginnt das Ritterturnier. Ah, spannend ist dieses Buch. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Ritterzeit muss wohl richtig aufregend gewesen sein, wenn man diesem Buch hier Glauben schenken mag. Ein echt tolles Buch. Doch, doch. Hallo Gottfried. Na, altes Haus, wie geht's, wie steht's? Bei so einem schönen Wetter hier zu Hause in der Bude hocken und lesen? Sag mal, bist du etwa krank? Wie? Wo, wer, was? Ach so. Hallo Benedikt. Schön, dich mal wieder zu sehen. Nein, mir geht es eigentlich ganz gut. Ja, gut, ich meine, ja, es ist richtig. Das Wetter ist schön, aber ich habe gestern dieses Mittelalterbuch gefunden. Oh, und bin wie fasziniert von den Geschichten. Habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, dass ich ein riesengroßer Ritterfan bin? Nein, das hast du bis jetzt noch nicht. Warum ich auch eigentlich hier bin, ich wollte dich fragen, ob du Lust hättest mitzukommen. Heute ist wieder ein Stück im Kedumer Marionettentheater angesagt. Und du weißt ja, wie lustig und schön es sonst immer ist. Also ja, hättest du heute Zeit und Lust? Ich würde mich da riesig freuen. Was sagst du? Ein Kedumer Stück, naja. Benedikt, du kennst mich normalerweise immer. Da bin ich immer mit einer der Ersten, der mitkommt. Aber heute, nee, lass mal. Diese Rittergeschichten sind einfach viel zu spannend. Tut mir leid. Hey, aber du kannst ja die Gag fragen, ob sie mit dir kommt. Ja, klar, das könnte ich natürlich machen. Obwohl, vielleicht wäre das heutige Kidumas-Stück doch was für dich. Es geht nämlich da um Ritter. Es heißt nämlich, Hoppel will Ritter werden. Aber naja, wenn du so beschäftigt mit dem Lesen bist, dann frage ich eben die Gag. Was? Moment, wie heißt das Stück? Hoppel will Ritter werden? Benedikt, warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Das ist natürlich etwas völlig anderes. Ja, dann müssen wir natürlich sofort los. Los, komm. Ja, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil mit Hoppel und Ottilie. Diesmal geht es darum, dass Hoppel und Ottilie Mittelalter spielen und Ottilie eine Prinzessin spielen muss. Das bekommt zufällig ein Drache mit und entführt daraufhin Ottilie, da er denkt, nun eine richtige Prinzessin entführt zu haben. Als Hoppel das mitbekommt, ist ihm klar, er muss Ottilie retten. Ob er es schafft, das sehen wir jetzt. Guten Tag, ich bin Meister Matuschek. Herzlich willkommen in meinem Spielzeugladen.
Ja, von mir gehört haben sicherlich schon einige. Aber das letzte Mal war ich leider verhindert. Gut, dass mich Luzi da prächtig, ja, vertreten hat. Ah, nanu, wer kommt denn da? Hallo Fritz. Na, heute keine Schule? Nein, heute ist doch Wochenende. Da habe ich doch nie Schule. Und deswegen wollte ich mal vorbeischauen und Hallo sagen. Oh, das ist aber schön. Setz dich. Dankeschön. Du, Onkel Matuschek, Ja. sag mal, hast du auch eine Geschichte für mich? Du weißt doch, ich höre so gerne Geschichten. Am liebsten eine mit Hopl und Ottilie. Natürlich, als ob ich es geahnt hätte. Ja, mal überlegen. Was könnte ich dir denn dann erzählen? Irgendwas mit Rittern, mit Mittelalter. Ja, bitte. Mal überlegen. Na gut. Jetzt, wo ich mir da drüben so die Burgen anschaue, ich glaube, da habe ich eine Geschichte. Oh, toll. Dann erzähl. Also, dann schließ mal die Augen oder vielmehr leg dich erstmal gemütlich aufs Bett. Und schließe dann die Augen. Und dann stell dir vor, ja, was sollst du dir vorstellen? Die Osterinseln. Fang mit den Osterinseln an. Ja, genau, gut. Also stell dir die Osterinseln vor. Und stell dir vor, wie Hoppel und Ottilie mal wieder spielen. Haha, ich bin Ritter Hoppel von den Osterinseln. Und jeden Drachen, der dich entführen will, mache ich fertig. Hoppel, du bist einfach lustig. Ach, Ottilie, jetzt spiel doch einmal mit. Wir spielen doch gerade Mittelalter. Ich mitspielen? Ja, natürlich. Du bist doch Prinzessin Ottilie. Prinzessin Ottilie? Ach, weißt du was? Vielleicht hat Prinzessin Ottilie gar keine Lust, Mittelalter zu spielen. Vielleicht will Prinzessin Ottilie gar mal was spielen, was ihr gefällt. Nur was dir gefällt, ist doch langweilig. Was ist denn los? Du hast mich gekniffen. Oh, das tut mir aber leid, das wollte ich aber nicht. Hast du aber. Mensch, das tut mir echt leid. Nö, jetzt mag ich auch nicht mehr spielen. Jedenfalls jetzt nicht. Hey, Damdam. Psst. Hey, alter Stein, Kollege. Sag mal, habe ich das gerade richtig gesehen? Das war doch ein Drache, wenn ich mich nicht irre. Oder? Das war doch ein richtiger Drache. Damdam, sag an, habe ich recht? Jo. Also, von mir aus können wir nachher noch mal reden oder was spielen, aber jetzt mag ich nicht. Ach, Ottilie. Was denn? Du würdest auch nicht spielen wollen, wenn erstens das, was wir spielen, zu langweilig für dich ist und zweitens dich der andere verletzt. Ach, das war doch nicht mit Absicht. Puh, geschenkt. Ich bin jetzt sauer auf dich. Geh jetzt bitte. Ach Mann, Ottilie. Ach Mann. Na gut, dann spiele ich eben alleine weiter. Bäh.
Eigentlich kann ich jetzt, Hoppel, schon gar nicht mehr sauer sein. Er ist so lieb und ich mag ihn wirklich sehr. Auch wenn er manchmal so ist, wie er ist. Er hat ja auch noch eine andere Seite, die ich gar nicht so an ihn mag. Aber wäre er anders, würde ich ihn, glaube ich, vermissen. Vom Charakter her. Ach, Hoppel.